So, gib mir einmal Klappe bitte. Jawohl, danke. Ladies and Gentlemen, it's Showtime! Meine Damen und Herren, willkommen bei Five Fashion von Not a Fake. Seid ihr bereit? Bist du bereit? Aber hallo. Dann stell dich doch mal bitte vor. Mein Name ist Flamu Al-Jiji. Ich komme aus Mazedonien, lebe seit 2003 in Deutschland und bin Schauspieler. Wie hat deine Karriere gestartet? Meine Karriere, also wie gesagt, ich bin in Mazedonien geboren, 1991. Ich bin Jahre alt. Man redet nicht über das Alter. Das kann man sich jetzt auch ausrechnen. Das ist meine Schwachstelle. Ja, ich bin in Mathematik nicht so gut und mein Taschenrechner, der hat gerade Corona oder was auch immer, was da los ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich nach Deutschland mit 11 Jahren quasi ausgewandert, habe hier meine Schule gemacht, habe Schauspiel studiert und meine Karriere hat bei GZSZ angefangen. Wie war der Start für dich hier in Deutschland? Hart. Also deutsche Sprache, schwere Sprache. Deutsche lernen sehr schwer. Habe ich schwer gehabt damals. Aber ich bin zufrieden. Ich glaube, das ist, hängt vom Menschen ab. Da gehört viel Potenzial, viel Ehrgeiz und Disziplin dazu. Und ja, ich glaube, ich beherrsche doch die deutsche Sprache, oder? Glaube ich auch. Bitte schön. Also hast du albanische Wurzeln? Ich bin gebürtiger Albaner. Man hört oder man kennt es ja, dass normalerweise albanische Herkunft. Aufpassen. Ja, ja, deswegen, also das ist halt, wie man sagt, eher auf der Baustelle arbeiten. Und du bist ja das optimale Gegenbeispiel. Viele Albaner arbeiten auf der Baustelle, das stimmt. Aber ohne Albaner hättest du heute kein Haus. Albaner sind die ehrgeizigste und die fleißigste Menschen auf dieser Welt. Viele Leute sagen ja, Albaner Baustelle, Albaner viel arbeitieren, Geld verdienen und Häuser in Heimat investieren. Mein Freund, das ist es. Und hast Angst vor Albanern? Nee, ne? Nö. 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 Finde ich gut. Ich habe Angst vom Finanzamt und vor Gott. Das ist richtig, Finanzamt, ja. Schöne Grüße an dieser Stelle an das Finanzamt. I love you. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Und dann hast du quasi bei, zurück zum Thema wieder zurück, als bei GZSZ angefangen und bist dann rüber in... Also ich habe bei GZSZ vor der Kamera gestanden, das war so wirklich, da war ich sehr aufgeregt. Ich habe da gezittert. Erste Mal gute Zeiten, schlechte Zeiten vor der Kamera als Komparse. Ja, war eine tolle Erfahrung. Da habe ich ja noch studiert, Schauspiel. Und währenddessen habe ich halt so kleine Rollen übernommen, auch an Hochschulprojekten teilgenommen, da wo du halt nicht bezahlt bist, aber... Alles fängt halt an, man muss anfangen, kleine Brötchen zu backen. Bist du größer geworden, weil du dich hoch geschlafen hast oder weil sie dein Talent gesehen haben? Naja, bei GZSZ war es so, ich wollte halt keine Serie machen. Es war cool, diese Erfahrung mitzunehmen. Dann habe ich aber meinen ersten Kinofilm, durfte ich neben Matthias Schweighöfer drehen. Ich habe dich gefragt, ob du dich hochgeschlafen hast. Ich habe es verstanden, hochgeschlafen, aber ich schlafe nicht. Nicht hochgeschlafen, ich habe es schon verstanden. Auch wenn ich ein bisschen blond bin. Bin ich aber nicht blond. Okay. Ja, also, wie gesagt, war eine tolle Erfahrung und dann Serie auf Dauer war nicht so mein Ding. Ich bin so eher der so, ja, was Comedy auch betrifft und so. Und bei Serie geht, ja, bei den meisten Serien geht es ja quasi nur um die Liebe, ne? Aber muss man trotzdem sagen, GZSZ ist ja eigentlich also erfolgreichste Serie Deutschlands, ne? Also, läuft ja immer noch. Dann bist du aber auch zum Tatort rüber gewechselt, ne? Oder wie war das? Ja, also es war so, dass ich, wie gesagt, die erste große Rolle war mit Matthias Schweighöfer. Dann habe ich... Kennst du den persönlich? Ja, klar, also nochmal Hallo und Tschüss. Also auch eine ganz coole Socke, muss man ja auch sagen. Und ja, dann kamen verschiedene Spielfilme, dann kam Rampensau, das war auch so eine Serie auf Box. Dann kam Ficke Fuchs, der klingt so komisch, aber der war wirklich ein cooler Film, Kinofilm. Den es da auch auf Netflix gab. Ja, der ist echt gut angekommen bei den Leuten. Ja, und viele verschiedene Filme halt. Dann war ich unter Vertrag bei Porsche, jetzt aktuell bei Bentley Düsseldorf und so. Bin zufrieden. Also man muss. Also momentan bist du bei Bentley quasi unter Vertrag. Genau, also Supporting und Vertrag, ja. Cool. Und ist es auch den Weg, den du schon immer gehen wolltest oder so? Also wolltest du in dieses öffentliche Leben haben oder hast du dir gesagt, so noch die Baustelle? Eine Baustelle kann ich immer zurück, aber meine Bagger ist kaputt aktuell. Nee, also es war so, dass ich eigentlich tatsächlich wollte ich mal Arzt werden. Arzt.
Und aus finanziellen Gründen ging es damals nicht. Also damals, das war nicht möglich, das ging echt nicht damals. Und dann habe ich mich so ein bisschen in die Schauspielbranche so einge... Ich bereue es nicht, ehrlich gesagt. Also Arzt heutzutage zu werden, weiß ich nicht. Also das wäre doch nicht meins. Zu viel Verantwortung, viel Arbeit. Also ich meine, Schauspiel ist ja nicht anders, das ist auch viel Arbeit. Aber Arzt, da habe ich einen großen Respekt vor. Ne? Also das ist echt krass. Nebenbei machst du noch TikTok und so ein Influencer. Du wirst dich selber als Influencer bezeichnen? Nö. Nee. Das würde ich nicht machen. Also TikToker auch nicht. Also es gibt ja... Ja, das ist fast eine Milliarde Aufrufe. Ja, aber eine Milliarde Aufrufe. Klar, also ich trenne es halt ganz gern. Instagram ist eher so ein bisschen, ne, qualitativ und ein bisschen seriös. Und TikTok ist einfach dieses Comedy. Ne? Da mache ich viel Comedy und... Also ich sag immer wieder, TikTok muss man mit Humor nehmen. Ne? Also ich mache da wirklich viele lustige Sachen. Und das Krasseste ist, da kann ich mich selber loben, ja. Ich muss jeden Tag drehen und ich habe leider so ein Content, wo ich mir jeden Tag irgendwas anderes, eine Geschichte überlegen muss. Und ich improvisiere das in dem Moment. Und das ist echt ein bisschen Kopfschmerzen. Aber selbst ausgesucht. Wie viele Anfragen kriegst du so am Tag allgemein? Ja, es schreiben viele Leute. Also ich bin echt dankbar. Ich meine, als öffentliche Person finde ich sehr wichtig, dass man muss dankbar sein, weil ohne Fans bist du ein Niemand. Im Endeffekt sind wir alle Menschen, ja. Was unterscheidet uns nur unsere Profession? Der eine ist Arzt, der andere Schauspieler, aber heißt ja nicht, dass die Putzfrau irgendwie, die hat den gleichen Wert wie ein Schauspieler. Ne? Und ich bin echt dankbar, dass die Fans mich supporten, unterstützen. Und ja, es schreiben viele Leute, klar. Und es freut mich sehr, aber ich habe nicht die Zeit, ich komme nicht dazu, allen zu antworten. Wie viele davon sind weiblich? Boah, da muss ich mir einen Katalog rausholen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich gucke nicht rein. Gut. Ich würde mal gerne reingucken, aber ich habe die Zeit nicht. Also in diesem Sinne, liebe Grüße an die Fans. I'm sorry, but I love you. Chat. Wenn du jetzt unterwegs bist, du reist ja bestimmt auch viel, ne? Ja. Dann legst du doch schon Wert auf dein Aussehen. Das sieht man ja, aber das ist immer so stylisch. Gibt es irgendwas, auf was du am meisten achtest? So Haare, dass alles passend ist? Es ist schwarze Socken, weiße Kicks. Oder gar keine Socke. Oder gar keine. Also was gar nicht geht, ein Mann oder eine Frau auch andersrum, schwarze Schuhe, weiße Socken oder, ne? Ja, ja, das weiße geht Schuhe, nicht. Socken, weiße oder, Kühe, ganz nee, klar, stimmt, ja, das ja. Geht nicht, aber das ist ja ein kleines Problem. Also worauf ich achte ist, also man muss aus sich was machen, finde ich. Sauberkeit ist sehr wichtig, also Pflege ist das Wichtigste, finde ich, ne? So, jetzt bist du ja hier angekommen mit ein paar Sachen. Gibt es irgendwas, was du so alltäglich benutzt? Also was ich immer bei mir habe, ist mein Handy, klar, mein Portemonnaie und meine Klamotten. Klar habe ich die immer mit und darauf achte ich sehr. Und es gibt immer das Thema Markenklamotten. Klar mag, glaube ich, jeder irgendwie irgendwo Markenklamotten. Aber ich würde euch gerne meine Klamotten vorstellen, klar, warum nicht? Fangen wir an? Bitte, mit dem Portemonnaie? Is it ready to rumble? Let's get ready to rumble. It's showtime. Let's show them, ladies and gentlemen. Yes. Los geht's. Dann zeig mal dein erstes Teil. Yes, danke. Mein Kreditkarten-Etui, also Portemonnaie mittlerweile. Eigentlich hat man die Kreditkarten immer alle noch auf dem Handy gespeichert, ne? Aber ich bin ein bisschen noch altmodisch, hab die immer mit. Falls das Handy verloren geht, dann hat man noch die Karten hier drinnen. Ja, Portemonnaie von Louis Vuitton. Louis Vuitton, wie heißt diese Scheiße? aus Istanbul? 10 Euro. Natürlich nicht. Das wäre auch von das Bräuninger. Falsche Format dafür. Von Bräuninger. Riecht nach Leder. Also müsste original sein. Ja, original. Das sollte auch original sein, ja. Aber ja. Ist es auch. Alles gut. Ich hoffe. Warum hast du dich für so ein kleines Ding entschieden, wenn du nicht gerne Bargeld mitnimmst? Oder? Also Bargeld habe ich meistens nie mit mittlerweile, ist aber eigentlich eine falsche Eigenschaft, weil ich finde, wenn du mal einen Döner essen gehst, ne, dann haben die keine Kartenzahlung, dann musst du mit Bargeld, dann stehst du da mit dem Döner und halben Döner. Ey, yo, Bruder, ich habe kein Geld. Ja, gib mal einen Döner wieder zurück. Also es geht ja schlecht. Aber du brauchst nicht so ein riesen Portemonnaie. Hat ja mittlerweile jeder so ein Etui, wo du einfach in der Tasche reinmachen kannst. Sieht doch kacke aus, wenn die Hosen immer enger werden und so, da hast genau. So einen fetten Klomotor. Genau, unsere Hosen werden immer enger bei Männern, wir werden immer, genau. Okay, cool. Ansonsten würde ich euch gerne, was ich immer mit habe, im Sommer vor allem, ist meine Sonnenbrille. Zack, Tom Ford.
gut und günstig würde ich nicht. Also gut auf jeden Fall, günstig. Die sind doch eigentlich schon wieder teuer, ne? Ja, die sind, aber es lohnt sich, muss ich sagen. Die haben echt geile Brillen und die habe ich halt meistens bei mir, also vor allem im Sommer. Und ich finde, ich habe halt so einen richtigen, also ich habe einen Albaner-Kopf, so einen Riesenkopf, 3D-Kopf, sage ich mal dazu. Und ich brauche wirklich immer so eine große Brille, wie du siehst. Und ja, gar nicht so schlecht, oder? Siehst du das hier in Playboy? Ja, heftig Playboy. Ich kann mich gleich bei Playboy bewerben. Ja, also Brille ist auf jeden Fall wichtig, macht viel aus. Sollte man immer mit haben. Weißt du, wo ich dich sehen würde? Jo, wo? Als Bachelor bei RTL. Als Bachelor? Bei RTL, ohne Schein. Ich und Bachelor? So vom Typen her. So. Müsste ich meine Managerin fragen. Ja, aber so. Bachelor. Ja, weißt du, kennst du die Serie im Bachelor auf RTL? Da ist so ein Typ, der hat 30 Frauen und entscheidet sich für 10, oder? Oder für eine, wie ist das? Für eine, also für einen. Ah, okay. Also nach der Sendung für 10 wahrscheinlich. Das ist für eine nach der Sendung für 10, ja. Kann sein. Aber der Bruder so, ja. Und jetzt Teil 3, mein Hemd. Ich liebe dieses Hemd, oder Hemdjacke kann man auch dazu sagen. Das ist, das ist ein bisschen teuer. Da musste ich mir wirklich von der Spardose was rausholen. Das ist von Prada. Ja, Prada kennt, denke ich mal, jeder. Und Prada, muss man wirklich sagen, ist schon einzigartig und geiles Material, geile Ware, kauft man gern. Aber wie gesagt, ist ein bisschen teuer. Aber I love it. Wenn du die Jacke trägst, alles schlicht dazu. Würdest du das jetzt über das T-Shirt, was du gerade trägst, wo wir nachher noch dazu kommen, würde ich nicht. Sondern Classic, schlicht. Classic, damit, genau. Damit, ja. Das halt dieses, es kommt drauf an, wie das Wetter auch ist, aber so, sonst. Das kannst du mit alles kombinieren, ne? Ist eine coole Kombi, schwarze Schuhe, schwarze Hose, quasi wie heute. Könnte passen, aber nur Oberteil von mir müsste halt irgendwas anderes sein. Jetzt hast du ja so ein paar coole Treter mit und ich habe gesehen, hier hast du in einer anderen Farbe Wettrennen theoretisch. Ja. Das ist 1:1 dieselben? Nein, das ist eine andere Farbe. Die kann ich mir noch gerne vorstellen. Also, das sind Doc Martens. Ich weiß, viele von den Menschen da draußen sind kein Fan von, aber ich liebe Doc Martens. Diese Schuhe sind wirklich eigentlich, am Anfang muss man die einlaufen, die sind wirklich unangenehm, ja, also laufen ist schwierig, aber ich liebe diese Schuhe. Warum? Weil diese Schuhe sind einzigartig, ich kann damit cool laufen. Aber mittlerweile tragen echt viele Leute diese Schuhe und ich finde diese Schuhe, Preis-Leistungs-Verhältnis echt cool. Nicht so teuer. Schlicht, und was zahlt man für so eine Schuhe? 180? 180 oder? Euro, also 180. Ja, ist schon heftig. Teuer? Klar, ja, kann man so oder so sehen. Ja, aber ich finde, das sind auf jeden Fall Luxusschuhe und da kannst du wirklich alles damit kombinieren. Nö. Also ich liebe diese Schuhe und ich kann mir nichts anderes vorstellen. Klar habe ich auch Sneaker, weiß und so, aber Doc Martens, gerade im Winter auch, Stiefel Doc Martens geht immer. Und ich finde vor allem Frauen, wenn eine Frau Doc Martens anhat, hat sie Geschmack. Meine Meinung. Wenn du dort immer einen Sneaker tragen würdest, würdest du auch zu Doc Martens und so in die Richtung gehen oder würdest du da Nike, Adidas oder? Na, aber also Sneaker von Doc Martens gibt es auch, glaube ich, aber die sind nicht so schön. Aber sonst würde ich so, weiß ich nicht, es gibt Air Force? Air Force geht immer, die du auch hier anhast. Air Force geht immer, kannst du alles kombinieren. Es gibt Axel Arigato, dann gibt es Arigato, ja, ist gut. Ganz geile Schuhe, die habe ich, ja klar, also Lederschuhe und so. Und dann gibt es Autrys. Hammergeile Schuhe, Leder. Wenn du noch nie gehört, musst du mir mal schicken. Unbedingt. Aber Sneaker sind schon wichtig, vor allem Sneaker sollten bei Männern immer weiß sein. Mögen, glaube ich, die Frauen auch mehr, wenn man weiße Sneaker anhat und nicht irgendwelche grüne Sneaker. Ja, das ist schwarz. Das sind ja keine Sneaker, das sind ja so ja, klassische Schuhe. Nennen wir das Smokers? Smokers, nee, ich würde sagen einfach so. Weiß ich nicht, wie man den nennt. Einfach Sandalen nennt man die auf jeden Fall nicht, aber. Wir nennen sie Schuhe, okay? Wir nennen sie Schuhe. Ja, müssten Schuhe sein, oder? Ja, müssten Schuhe sein. Das ist schwierig. Ja. Also, wenn man einen Fuß reinmachen kann, müssten Schuhe sein. Weiß ich nicht. Ist nicht verabredet. Das sind Schuhe. Das sind Schuhe. Achso, und falls du dich fragst, ich habe Socken drunter. Weil viele fragen, hast du Socken drunter? Ich habe Socken drunter, ja. Das heißt, ich stinke Füße. Das sind Socken drunter. Und ganz wichtig, Leute, diese Socken darf man nicht sehen.
Schicke Uhr, was ist denn das für eine? Ja, die Uhr, das ist wieder so ein Thema, das ist eine Rolex-Uhr. Die hat ja mittlerweile jeder, aber ich habe mich dazu entschlossen, irgendwann mal eine andere Uhr zu nehmen. Aber ich finde diese Uhr geil, ist halt auch mein Heiligtum und habe ich in Istanbul gekauft. Vor 20 Euro. Was ist das für ein Modell? Eine Submarine? AMG. Achso, die Uhr meinst du, ich dachte mein Auto. Das ist Hamari. Ich lasse das einfach so stehen. So, jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen. Wir wissen ja, dass du jetzt vor kurzem ein Label gegründet hast. Ein ja, richtig. Label. Auch mal so ein bisschen exklusiv. Ja, genau. Wird bestimmt das T-Shirt sein, das du anhast. Das ist vollkommen richtig. Hast ja, du, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke, hast du erkannt? Viel, Alter, ey, ich hab's geschafft, danke. Thank you, God. Das ist gracious, ja. Auf jeden Fall. Vor allem der hier. Auf jeden Fall. Im Endeffekt, für was steht Flammi? Also ich denke mal für deinen Spitznamen Flamour. Also viele haben ja, also es fragen ja immer wieder viele. Also ich heiße ja Flamour, klar. Und Flamour bedeutet, falls das viele nicht wissen, ist die albanische Flagge. Kuchesi, Kuchesi. Und ich habe die Abkürzung genommen und dachte mir so, okay, ich bin ja kein Modedesigner oder was auch immer. Ich habe es einfach just for fun gemacht, hobbymäßig. Habe gesagt, okay, was kannst du mit Spitznamen nehmen? Habe einfach Flamy gemacht. Also viele sprechen es Flammy aus, was auch richtig ist. Ja, wie so ein bisschen französisch, Flammy, weil dieses umlaute I sozusagen. Und ja, habe es einfach produziert. Es ist bei den Leuten gut angekommen. Und die Marke ist seit 2 Monaten raus und I'm happy. Und wird gut angenommen? Also es kommt gut an bei den Leuten, klar, aber ich glaube, es braucht immer Zeit. Also alles, was du klein anfängst, braucht immer Zeit. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Und ich leider habe auch Schwächen, nicht nur Stärken. Ich bin sehr ungeduldig. Daran muss ich noch viel arbeiten. Aber wenn man daran arbeitet, dann klappt es auch. Aber wie gesagt, es braucht ein bisschen Zeit. Aber es ist okay, wie es läuft. Und ich bleibe auch weiterhin dran. Und das Gute ist, wir haben ja Bräuninger als Kooperationspartner. Genau, also mit Bräuninger ist es so, ich kenne ja die meisten Chefs dort, Abteilungsleiter und Pipapo. Auf jeden Fall bin ich sehr, 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 sehr dankbar für deren Hilfe. Die haben mir echt viel geholfen und mich unterstützt und bin echt froh darüber, dass ich meine Klamotten bei Bräuninger quasi hinstellen konnte. Und wir haben jetzt fast alle Häuser besucht. Düsseldorf, Nürnberg, Freiburg, Leipzig, als nächstes kommt wieder Stuttgart und dann geht's weiter. Im KDW sind wir übrigens hoffentlich bald auch. Cool. In Berlin. Und das T-Shirt gibt's ja bestimmt in mehreren Farben. Also ich kenne ja die, also ich kenne die Kollektion, aber gibt's irgendeine Farbe, die jetzt noch neu rauskommt? Oder welche Farben habt ihr allgemein da? Also wir haben von denen 7 verschiedene Farben mit verschiedener Aufschrift. Also die Aufschrift ist ja auch mit einer anderen Farbe. Aber jetzt kommt bald, denke ich mal, so in 6-7 Wochen die neue Kollektion und es kann nur alles besser werden. Ja. Und momentan kriegt man euch, also wenn man Interesse hat, über deinen eigenen Online-Shop? Genau, also die meisten bestellen über Instagram, die gehen auf Flammy Brand und dann gibt es da einen Shop. Kannst du dir über Instagram die Klamotten bestellen und die sind 2-3 Tage später zu Hause. Rein, alles gut. Wie üblich. Kann man jetzt bei Bräuninger direkt auch eure Sachen schon online bestellen? Oder bei Bräuninger noch nicht direkt, weil wir machen erstmal diese Deutschland-Tour und dann haben wir dort dann einen Marktplatz, dass du quasi in die Bräuninger-App oder auf die Webseite bestellen kannst und dann wird es dir geliefert. Okay. Also, aber erstmal, ne? Erstmal ja Stück für Stück. Stück für Stück. Step by step. Piano, piano. Und hoffentlich wirst du immer besser. Aber ich denke schon. Also, never give up. Und würdest du dich selber als Modedesigner bezeichnen jetzt? Nee. Also, ich habe mit Mode nichts am Hut, aber mittlerweile, weißt du, früher, wenn ich Klamotten gekauft habe, ich habe nie, wenn ich mir ein Shirt gekauft habe oder ein Hemd, ich habe nie drunter geguckt, wie ist das genäht oder ist das Material toll oder mal angefasst. Du hast einfach gekauft und fertig. Aber jetzt mittlerweile, seitdem ich meine eigenen Klamotten produziert habe, jetzt gucke ich immer und überall und du achtest auf jedes einzelne Detail. Ne? Ist das okay? Ist die Naht gut oder ist die Kapuze richtig? Aber Modedesigner bin ich nicht. Ja, also man muss halt auch das so sagen, was viele Leute, glaube ich, nicht wissen. Die denken sich, ja, es ist teuer, aber man muss auch hinter den Kulissen gucken. Ich meine, Produktionspreis ist ja auch nicht wenig, ne?
Da stecken viele Kosten hinter. Und ich denke, klar, ich bin in diesem Sinne ein Niemand mit den Klamotten. Deswegen habe ich erstmal als Startup, ne, unten angefangen. Und wir schauen mal. Aber wie gesagt, die Leute, die was von Mode und Klamotten verstehen, die wissen, was sie kaufen. Und es, also ich bin mir sicher, du musst den Leuten gute Quali anbieten. Hast du eine gute Qualität, die Leute kaufen es, auch wenn du ein Niemand bist. Und da bin ich halt sehr, wirklich sehr dankbar. Und da bin ich ein bisschen stolz und auch, wie gesagt, dankbar. Ich stehe einfach zwischen Armiri, zwischen Burberry, Valentino und Square und was auch immer. Und ich bin eigentlich der kleine Popelflamur mit seiner Marke da und die sind alle so bekannt. Und ja, aber ja, also Dankeschön an dieser Stelle an Bräuninger. Also ohne Bräuninger wäre das nicht möglich. Chris, cool. Ein großes Dankeschön an den Herrn Rebelmund und Herr Christian Temme von Bräuninger Düsseldorf. Die haben mir das alles ermöglicht. Was sind deine nächsten Pläne? Meine nächsten Pläne? Puh, also ich habe gerade 2 Filme am Drehen. Ich kann leider nicht sagen, was. Aber ansonsten drehen. TikTok halt jeden Tag drehen, jeden Abend. Also ich habe eine Pflicht, jeden Abend 2 TikToks zu drehen und zu schneiden und vorzubereiten für den nächsten Tag. Und die neue Kollektion geht's los bald. Und da muss ich mich drum kümmern. Also viel um die Ohren, wenig Schlaf. Aber selbst ausgesucht, wie schon vorhin gesagt. Aber ich brauche das, ich brauche diese, ich mag mich, wenn Menschen gelangweilt sind. Ich bin hyperaktiv, extrem. Würdest du sagen, dass wenn du so weitermachst wie bisher, dass du in 2-3 Jahren komplett ausgesorgt hast? Ach, die Frage ist, macht man es nur wegen Geld? Also Geld ist schon, also Geld ist extrem wichtig, klar, aber ist auch wieder nicht alles im Leben. Ich finde, es gibt Leute, die haben einen Job, die haben ihre 2000 Euro im Monat und die sind aber überglücklich. Da gibt es wiederum Menschen, die haben Millionen auf dem Konto, aber sind unglücklich. Und ich mache das, ja, ich habe Spaß dabei. Also klar, wegen Geld, braucht man gar nicht zu fragen. Es muss ja einen Sinn machen, warum ich das mache. Aber ich mag das, was ich mache und ich fühle mich gut. Vielleicht ein bisschen, also einen Gang runterschalten wäre mal gut. Aber ich bin hyperaktiv und ich kann es noch nicht ändern. Wie Leute nochmal, wenn du dich in 5 Worten beschreiben müsstest? In 5 Worten? Also 5 Eigenschaften. Das ist jetzt ein Geheimnis, aber ich sag's einfach mal. Also ich fange mit dem Negativen an. Ich bin ungeduldig, wie gesagt. Hyperaktiv. ADHS, kann man sagen. Aber was ich wirklich, wirklich, wirklich bin, ich bin krass emotional. Das wissen die wenigsten. Und was ich bin halt gefühlsvoll, emotional und ich habe eine Allergie gegen kalte Menschen. Kalte Menschen haben bei mir Hausverbot. Da bin ich sehr allergisch dagegen. Also ganz schlimm. Ich finde ganz schlimm, wenn Menschen gefühlskalt sind, nicht emotional sind, Egoisten sind. Aber wir leben in einer Zeit, wo ich mir denke so, ja, verschwende nicht deine Zeit mit Menschen, die dir nicht gut tun. Aber man fällt immer wieder in dieses Loch rein. Du weißt nie, wie dieser Mensch ist. Verstehst du? Du lernst jemanden kennen, denkst dir, wow, wow. Und sein wahres Gesicht kommt immer mit der Zeit ans Licht. Aber das ist so. Das ist wie, weißt du, wir Menschen, wir verurteilen auch automatisch. Jeder Mensch verurteilt. Das haben wir im Blut und das wird auch nie von uns weggehen, weil das ist wiederum menschlich. Und dann, ich selber verurteile auch ab und zu. Und dann, danach denke ich mir so, boah, Flamur, warum hast du wieder verurteilt? Der Mensch ist doch gar nicht so, wie du dachtest. Ein ganz toller Mensch. Und ja, loyale Menschen, ehrliche Menschen und Menschen, die dich nicht nur wegen deinem Geld oder wegen Interesse lieben. Ne? Also es ist schwierig. Es ist schwer zu finden, Leute, die dich lieben, wie du bist, sondern nicht, weil du Fame hast oder weil du eine Rolex hast oder weil du reich bist. So eine Menschen braucht man nicht. Und das sieht so aus. Und wahre Freunde, auch schwierig. Die gibt es. Aber schwierig. Die App hast du nicht schon runtergeladen? Ja, selbstverständlich. Was ist das für eine Frage? Also ich finde die App wirklich sensationell. Hammerklamotten, nur vom Besten. Also Leute, falls ihr die App noch nicht runtergeladen habt, nicht vergessen, Apple Store und Notify runterladen. Ihr könnt die besten Klamotten haben. Original und geprüft. Und vielleicht könnt ihr euch auch bald das Flammisch-Shirt auch bei Not a Fake holen. Nicht vergessen, runterladen und vertrauen. Das meine ich ernst. Was guckst du mir so an? Lad runter, du Spaß. Lad die App runter, Motherfucker. Also Leute, vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte. Ich freue mich auf eure Nachrichten und wünsche nur das Beste. Bleibt gesund.
und liebt euch gegenseitig. Denn ich liebe euch auch, Habibis. Aktiviert die Glocke, das Abo da, dieses, ja, das ist wichtig. Aktiviert die Glocke, subscribe. Leute, nicht vergessen, alarmiert die Glocke. Alarmiert die Glocke. Alarmiert die Glocke, subscribe, motherfucker bitch, und dann haben wir es.